care sunt la zero. Zero, ia, ok. Losfahren und erstmal auf dem Rastplatz eine Pause machen. Dann habe ich mir so japanische, chinesische Dinger geholt, die in
den Spiegeln Bilder mit drin haben. Das ist wirklich ganz toll. Ja, aber wenn das so nicht passiert, ist der dauernd weiter. Deshalb habe ich ihn geholt. Siehst du so schlecht, die gucken ja an nur hin. Wobei die Schilder quasi nicht die Zeichen haben. Das sind ja absolut. Die Ränder sind unheimlich scharf drauf. Zum Glück hat man so einen Alter gebrochen. Ja, aber irgendwie scheiß, was ist denn die Kabel hier runter und nach unten wieder an und ab? Du hast dann das heißt, wenn du es in den Loch bohren, den Loch bohren und hier raus. Es geht. Nur das geht ja.
auch so Kombination durch den Harz und die ist am besten. Ja, aber zum Beispiel dieser Berg, da bin ich auch gedacht, da bist Bodenwerder, da bin ich hinkommen. Da bin ich unterwegs, den gucke ich schon mal. Den geht es jetzt links mehr rum und der fahre ich auch nicht nach Land oder was, dann orientiere ich mich irgendwo. Du kommst mal ein bisschen mehr südlich und mal ein bisschen mehr nördlich, aber nachher komme ich nach Bodenwerder. Ja.
mal schauen, ob ich ein Böhnchen kriege. So was nervt mich. Wie gesagt, eigentlich hat man ja eine zweite hinten dran, aber... Ja. Macht das nicht. Und sollte eigentlich der relativ zu... Ja, ist für mich als Fetten eingestellt. Und so eingestellt, dass ich auch noch 40 Kilo Gewicht mitnehmen kann. Komm, ist das schon fast. Mach nichts kaputt. Ja. Grundsätzlich die zweite danach kaputt geht, tausche ich gleich beide. Ja. Dann freue ich mich nochmal, dass ich kann. Die hebe ich ja noch auf. So was kommt bei mir auf Reisen dann mit. Ja. Und ja, wenn, wie gesagt, wenn die erste durchbrennt, dann knallt die beiden irgendwann auch durch. Und wenn du schon auf hast. Eben. Ja. Und dann ist das ein Abwasch. Und wäre ich jetzt zu Hause, würde ich das jetzt noch sauber machen. Aber scheiß drauf. Dass man da mit dem Schraubenzieher rangeht? Oder was meinst du? Den Staub, wenn das einer ach sieht. Ach so, ja, ja. Ey, ich mach den gleich sauber, ich hab was mit. Ja, so eine Kleinigkeiten nerven mich halt. Ein Freund von mir, der hat da hinten Lampen drin. Und die sind aber nicht mehr ganz so frisch. Und dann dementsprechend leuchten sie eher... Also nach dem Motto, ja, sie leuchten. Aber im Hellen, muss ich das sehen. Ich habe zweimal gesagt, Freund, Nase, tausch doch das mal aus, das kostet nur 5 Euro. Mach es. Nö. Sieht doch noch gut. Ja. Passive Sicherheit ist das Erstwichtigste. Sowas. Dann hat er zum Beispiel mal die Bremse, die muss man ja irgendwann mal nachstellen. Aber das Licht dazu, das hat er sich nicht nachgestellt. Und wenn der bremst auf seiner Handbremse, ich sehe, dass das einfach zögert, massiv, aber sehen tue ich das nicht. Ist das gleiche wie die Motorbremse. Aber wenn ein Autofahrer hinter mir ist, einmal kurz ziehen, damit die sehen, ah, ich werde langsam. Ne? So. Was hättest du denn gerne? Was hättest du denn gerne? Ich hab gerade gesagt, ich bin Kaffee. Nee, achso, müssen wir nicht. Nee, nee. Erstmal das Ziel in Reichweite kriegen so ein bisschen. Ja, aber schöne Becken sind das dann.
Beweisfoto, dass ich auch wirklich unterwegs war. Ich habe jetzt die Kamera, die eine hier hinten dran gebastelt. Ich werde dann natürlich rechts fahren, sodass du links fahren kannst. Und dann kannst du selber entscheiden, wie dicht du ranrutscht auf gerader Strecke. Wenn du möchtest. Achso, hast du. Nicht schön. Thank you.